Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Vor vielen Jahren, als die Welt noch jung war, wurde Quetzalcoatl, der große Gott und König, durch Verrat und Betrug besiegt. Sein Feind, Tezcatlipoca, nahm seinen Platz als Anführer ein und forderte schreckliche Menschenopfer. Eine Gruppe loyaler Priester fand schließlich einen Weg, Tezcatlipoca in eine Falle zu locken und einzusperren. Doch seine Macht war so groß, dass sie wussten, er würde nicht für immer eingesperrt bleiben. Seine Gefangenschaft würde mit der Sonnenfinsternis enden, die auch das Ende des fünften Zeitalters bringen sollte. Und so stellten die Priester drei Obsidiansteine her, die die Macht hatten, den Spiegel für alle Zeiten zu versiegeln. Doch bevor die Steine an ihren Platz gelegt werden konnten, wurden sie von den spanischen Invasoren geraubt. Aber wie haben sie den bösen Gott gefangen? Sie bauten eine Pyramide und sie sagten Tezcatlipoca, sie sei ihm geweiht. In der Mitte der Pyramide errichteten sie einen riesigen Spiegel aus perfekt poliertem Obsidian. Sie lockten ihn in die Pyramide mit Lob und Schmeichelei und benutzten dann Zauberei, um ihn in den Spiegel zu verbannen. Ich vermute, das hier wäre Ihnen wohl nicht sehr nützlich. Aber im Gegenteil. Dieses Wachs am Stiel wird unser Leben verändern. Wie denn das? Was wollt ihr damit? Unsere Körper für den Affentanz schmücken. Hier findet bald eine Sonnenfinsternis statt, richtig? Stimmt. Die Sonnenfinsternis, die das Ende des fünften Zeitalters anzeigt, wird noch vor dem nächsten Vollmond stattfinden. Weniger als 2 Wochen. Ich glaube nicht wirklich daran, dass Tezcatlipoca zurückkehren wird. Aber ich vermute, Karzaks Pläne hängen irgendwie damit zusammen. Das würde ich direkt auch so sehen. Nehmen wir mal an, ich glaube, dass an ihrer Story irgendwas dran wäre. Außer den wilden Hirngespinsten eines durchgeknallten alten Mannes. Nehmen wir mal an, ich schlucke die Geschichte mit Haut und Barthaaren. Was dann? Dann würden sie erkennen, dass das Schicksal der gesamten menschlichen Rasse auf ihren Schultern ruht. Dann ist ja gut. Bekomme ich irgendwas, um Tezcatlipoca zu bekämpfen? Was denn zum Beispiel? Naja, eine magische Waffe. Bleiben Sie doch bitte realistisch, George. Was geschah mit den Steinen? Die Spanier brachten sie in die Küstenstadt, die heute Caramonte heißt. Nur einer der Steine erreichte Spanien. Die anderen beiden fielen in die Hand von Freibeutern. Der Jaguarstein wurde von dem englischen Kapitän El Draco geraubt. Der Adlerstein fiel einem Piraten namens Ketch in die Hände. Der dritte, der Kojotenstein, erreichte sicher das spanische Festland. Das ist der Stein, den sie jetzt besitzen. Erzählen Sie mir mehr über den Jaguarstein. Vor vielen Jahrhunderten segelte ein Schiff unter spanischer Flagge in den Hafen von Caramonte. Der Kapitän, ein Mann namens El Draco, schickte Soldaten ans Ufer. Erst als die Soldaten den Bürgermeister festnahmen, merkten die Einwohner, dass es sich um englische Freibeuter handelte. Der Bürgermeister wurde als Geisel genommen, während die Soldaten die Stadt ausraubten und plünderten. Unter den Schätzen, die sie erbeuteten, war auch der Jaguarstein. Woher weiß der das alles? Wo ist der Jaguarstein jetzt? Ich vermute, El Draco nahm ihn mit in seine Heimat, jenseits des großen Meeres. Nach England. Erzählen Sie mir mehr über den Adlerstein. Der Stein wurde auf eine Galeone gebracht, zusammen mit vielen anderen Kunstschätzen, die die Spanier geraubt hatten. Aber kurz nach dem Auslaufen kam ein fürchterlicher Sturm auf und beschädigte das Schiff. Es wurde schließlich von dem blutrünstigen Piraten Captain Ketch abgefangen. Ketch überwältigte kurzerhand die Mannschaft, stahl den Schatz und versenkte das spanische Schiff. Wo ist der Adlerstein jetzt? Das weiß niemand genau. Ketch zog sich von der Piraterie zurück und kaufte sich eine Insel in der Karibik. Was mache ich, wenn ich alle Steine gefunden habe? Bringt sie hierher zu mir. Ich werde euch vorbereiten auf das, was zu tun ist. Die Steine müssen ins Herz der Pyramide gebracht werden. Nur dort können sie das Tor versiegeln, durch das Tezcatlipoca in diese Welt zurückkehren wird. Boah, also heißt das, ich habe nur noch 9 Tage Zeit?
um diese scheiß Steine zu finden. Können Sie mir zeigen, wie ich zur Pyramide von Tezcatlipoca komme? Erst, wenn Sie alle drei Steine besitzen. Bekomme ich jetzt die Wurzel? Hier, nehmen Sie sie. Beeilen Sie sich, wenn Sie das Leben des Mädchens retten wollen. Der Kolibri singt mir von Tod und Untergang. Jetzt sprechen Sie schon wieder in Rätsel. Hören Sie, kann ich mich hier irgendwo hinhauen? Ich finde den Weg durch den Dschungel im Dunkeln sowieso nicht. Gerne, aber Sie werden wahrscheinlich nicht viel zum Schlafen kommen. Weil? Heute ist die Nacht des Affentanzes. Ja, genau. Ah, etwas später. Ich glaube nicht, dass der Affentanz einem gezeigt wird. Ah, ich hab's mir schon fast gedacht. Ich verlasse das Dorf bei Sonnenaufgang und torkele, noch benebelt vom Partyrausch, durch den Dschungel zurück. Das erinnert mich daran, wie ich mich früher ins Haus meiner Eltern zurückgeschlichen habe, als ich noch jünger war. Nur hatten wir in Oakland keine Affen und Papageien. Naja, also... Irgendwie hat die Geschichte doch ein wenig die... hat der Metallkegel ist ein ausgezeichneter Behälter. ...eine ziemlich große Wendung bekommen. Einfach aus dem Grund nämlich, jetzt müssen wir auf einmal Steine finden und die Welt retten. Das war ganz am Anfang nicht direkt abzusehen, weil wir ja eigentlich nur den Schmuggelring, den Schmuggeldrogenring von Karsak und so weiter und so fort eigentlich... ja, hops nehmen wollten. Die Flüssigkeit, die aus der Wurzel gepresst wird, sammelt sich in dem Metallkegel. Und jetzt so etwas. So, dann bitte einmal den Metallkegel aufnehmen mit der ausgepressten Wurzel. Deswegen, die Wurzel so hätte nämlich die... Was? Ja, komm hier, nimm den Kegel bitte. Und jetzt hier oben bitte. Kegel, Baumhaus, Nico, befreien, retten, whatever. Sehen Sie doch, Hubert, das Gegenmittel. Nun, worauf warten Sie denn dann? Geben Sie es dem Mädchen schnell. Aber schnell, George. Nico. Hier, trink das. Oh. George, das schmeckt ja scheußlich. Schluck's einfach runter. Versuch jetzt ein bisschen zu schlafen, Schatz. Du wirst deine ganze Kraft noch brauchen, wenn wir die beiden anderen Steine suchen. Die anderen Steine? Was für andere Steine? Wo hast du mich denn jetzt schon wieder reingeritten, George? Stop it. Guck mal, ist sie direkt wieder wach. Die Patientin klingt schon immer gesünder, wie früher. Nach einem Flug über das Karibische Meer. Nico hat sich schnell von ihrem Fieber erholt. Um Zeit zu sparen, haben wir beschlossen, uns zu teilen und jeden Stein einzeln zu suchen. Ich bin der Spur des Piraten Ketch zu einer entlegenen Karibikinsel gefolgt. Mit dem Vermögen, das er in seinen Piratentagen angehäuft hatte, zog er sich zu einem Ort zurück, den man später Ketch's Landing taufte. Und damit herzlich willkommen auf Ketch's Landing. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug und beehren Sie uns doch bald einmal wieder. Gut. So, wir haben also auf jeden Fall den Kojotenstein. Ja, und wir müssen jetzt tatsächlich mal schauen, welche anderen Steine, oder wie wir noch an die anderen Steine kommen sollen. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Warum muss er denn einen Blick darauf werfen? Komisch, wo immer ich hingehe, überall höre ich diese Worte. Paris, Syrien, Irland oder Spanien, das ist wohl international. Was ziehen Sie denn hier für eine Show ab? Ich habe nur versucht, etwas Interesse an Ihrem Projekt zu zeigen. Wie geil. Der hört das überall. Ja, internationale Sprache auf jeden Fall, ne? Ach, cool. Ist das lustig. Hä? Da oben blinkt auf jeden Fall etwas, das habe ich gerade gesehen. Was ist denn ein Theodolit? Ich weiß zwar, dass dieses Gerät ein Theodolit ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man damit umgeht. Okay, vielleicht kann uns ja dann der Mann, der bestimmt auch einen Namen hat, vielleicht dazu ein, zwei Infos geben, damit wir mit seinen Gerätschaften arbeiten können. Hallo, ist das hier Ketch's Landing? Ja, stimmt genau. Ich bin George Stobbart. Sie sind Landvermesser. Habe ich recht, Mr. Bronson. Und natürlich bin ich Vermesser.
Warum zum Teufel hätte ich sonst wohl einen Theodoliten? Keine Ahnung, vielleicht Ihr Hobby? Ja, sicher doch. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich suche nach einem antiken Maya-Kunstwerk. Was soll das sein? Schmuck oder so? Nein, ein Stück Obsidian. Ein schwarzer Stein mit angeblich mystischen Kräften. Sie sind ja bescheuert. Bitte? Der sieht so ähnlich aus wie der Stein, den ich suche. Warum glauben Sie, dass Sie ihn gerade hier finden? Als die Steine im 17. Jahrhundert gestohlen wurden, da... Moment mal. Die Steine sind seit 300 Jahren verschwunden? Ungefähr. Und Sie hoffen, sie wiederzufinden? Sie sind ja verrückt. Und warum gerade hier? Ein weiser alter Indio-Schaman hat mir erzählt, er habe die Steine in einer Vision gesehen, wo... Das hat was. Was Bescheuertes. Hauen Sie ab, ich hab zu arbeiten. Ach, wie geil. Ja, ich... Ein alter Indio-Schamane. Geil. Was machen Sie mit dem Theodoliten? Das alte Haus vermessen. Ich habe große Pläne mit dem Schuppen. Ach ja? Aber sicher. Schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Ein Paradies. Ich sehe geschäftliche Möglichkeiten. Dieser Ort ist reif für eine touristische Erschließung. Eigentlich gefällt er mir so, wie er ist. Und das unterscheidet uns. Sehen Sie, Mr. Stobbart, man könnte sagen, ich bin ein Mann mit Visionen. Ich sehe eine großartige Zukunft für Cat's Landing. Und sie beginnt genau hier, mit diesem Haus. Wie vermisst man denn so ein Haus? Ich habe eine reflektierende Markierung am Ende eines der Flaggenmasten da auf dem Haus angebracht. Ich peile sie durch den Theodoliten von verschiedenen Punkten aus an, notiere die Winkel zur Grundlinie und trianguliere dann den ganzen Kram, um die genaue Position des Ziels zu erhalten. Verstanden? Warum gerade das Ende eines Fahnenmastes? Wäre nicht eine Hausecke oder so besser? Sind Sie Landvermesser? Nein, ich habe Jura studiert. Dann halten Sie die Schnauze. Bis später mal, Bronson. Ja, ich hätte jetzt aber ehrlich auch gedacht, ne? Wenn ich doch das Haus vermessen will, dann mache ich doch die... Ich will kein Fischernetz. Dann mache ich doch die Vermessungen am Haus und nicht an ein... Aber ist doch vollkommen egal. Da habe ich doch gar nicht hingeklickt. Oh, guck mal, da ist noch ein Junge. Ein farbiger Junge. Wir wollen ja hier korrekt bleiben. Wir haben also ein Haus, wir haben Theodoliten mit den Bronzen und einen kleinen Jungen, der hier angelt. Willst so sieht's du etwas aus, ne? Fisch kaufen? Ich mag keinen Fisch. Wie heißt du? Rio, das heißt Fluss. Und du? George, das heißt, ist halt so ein Name. Super. Weißt du irgendwas über Piratenschätze? Mann, das sind doch alles nur Märchen. Es gibt keine echten Piratenschätze. Keine Schule heute? Nein, Sir. Was ist mit deiner Ausbildung? Ich kann fischen, segeln und schwimmen. Ich habe mich selbst versorgt, seit ich 6 war. Und ich spreche 2 Sprachen. Bist du für den Job als Strandobdachloser nicht überqualifiziert? Die Konkurrenz ist groß und wird immer jünger. Boah, wie fies, ne? Die Konkurrenz, boah. Aber es ist, weiß ich nicht, ist das wirklich so? Ja? Werden die Leute immer jünger, wenn sie obdachlos sind? Viele hauen ja auch einfach von zu Hause aus ab, möchten so ein bisschen das Land erkunden und kommen dann letzten Endes dann doch wieder zurück. Stimmt es, dass Captain Catch hier in der Gegend gelebt hat? Das stimmt. Das da oben auf dem Hügel, das ist sein Haus. Es ist heute ein Museum. Ja, das ist genau das, was ich suche. Danke, mein Junge. Du wirst nicht reinkommen, Mann. Die alten Schwestern haben es zugemacht. Was für alte Schwestern? Wer sind diese beiden alten Damen, von denen du geredet hast? Miss Frost und Miss Mina Catch. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Sie werden es aber noch bedauern. Der Kerl ist ein Betrüger. Was weißt du über Captain Catch? Nur was jeder hier weiß. Er war Pirat und wurde gehängt. Hilfst du mir, an diese Pläne zu kommen? Ich traue mich nicht in Bronsons Nähe. Er hat mir geschworen, mich zu ersäufen, als er neulich den Fisch in seinem Schlafsack gefunden hat. Oh, das war's? Oh, guck mal, da ist noch ein Boot. Ich weiß ja nicht mal, wo an so einem Segeldingsbums der Anlasser ist. Wüsste ich aber auch nicht, aber eigentlich ist doch den Mast, ne? Das Segel einfach ist... Ach, wisst ihr was, ne? Ich rede nur total wirres Zeug. Na gut, schauen wir uns doch mal zusammen die Bronson-Schwestern, so war das? Nee, Quatsch, Bronson-Schwester, der Kerl da unten heißt Bronson. Ja, genau. Auf jeden Fall, da ist der Flaggenmast mit diesen Theodoliten dran, ich ne? Ich komme nicht an den Fahnenmast. Und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Mhm.
Okay. Guten Tag, ich heiße George Stobbart. Guten Tag, Mr. Stobbart. Dürfen wir Ihnen etwas Tee anbieten? Nein, vielen Dank, Madam. Ich mag keinen Tee. Ich habe mit Rio gesprochen, dem kleinen Fischerjungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den kleinen Nichtsnutz in meiner Gegenwart nicht erwähnen würden. Dieser schmutzige Mistkäfer. Dieses stinkende kleine Fischmaul. Das reicht jetzt. Danke, Mina. Ich vermute, Sie haben nicht viel Zeit für den kleinen Jungen. Dieses Kind ist ein Krimineller, Mr. Stobbart. Also hören Sie, der Kleine ist erst, na, vielleicht 11 oder so. Ein kleiner Schurke mit einem Bein in der Besserungsanstalt. Was mögen Sie denn an Rio nicht, Miss Frost? Naja, vor einiger Zeit haben er und Emily... Halt sofort den Mund, Mina! Können Sie mir etwas über Captain Ketch erzählen? Bestimmt mehr, als Sie uns über Ihren Groß-Groß-Groß-Groß-Großvater erzählen könnten. Sie sind seine Nachfahren? Aber sicher. Captain Ketch wurde in Dorset in England geboren, zu Zeiten von König Heinrich VIII. Seine Eltern waren einfache Bauern, aber der junge Frederick Ketch beschloss, zur See zu fahren. Wir haben viele Seeleute in unserer Familie, Mr. Stobbart. Interessieren Sie sich für Geschichte, Mr. Stobbart? Natürlich. Ja, allerdings. Stimmt es, dass Frederick Ketch ein Pirat war? Frederick Ketch war mit Sicherheit kein Pirat. Sie haben ihn aufgehängt, müssen Sie wissen. Da unten am Strand, vor den Augen seiner Familie. Haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ihn zu verurteilen. Haben ihn einfach vom Frühstückstisch weggeholt und in Ketten aufgehängt. Also, wenn er kein Pirat war, warum haben Sie ihn dann gehängt? Neid. Reiner, purer Neid. Er war ein erfolgreicher Freibeuter gewesen und er hatte große Reichtümer angesammelt. Reich wie ein Nerz im Käfig. Sei still, Mina. Ja, Frost. Ein missgünstiger Gouverneur und seine Lakaien wollten Ketchs Geld. Sie konstruierten irgendeine lächerliche Anklage, Missachtung der Bedingungen in seinem Kaperbrief oder sowas, und haben ihn gehängt wie einen gewöhnlichen Dieb. Kaperbrief? Das Dokument, das es ihm erlaubte, die Feinde der Krone anzugreifen und zu vernichten. Der Unterschied zwischen einem ehrlichen Freibeuter und einem gewöhnlichen Piraten. Joho! Entschuldigung, Frost. Naja, warum hat Ketch Ihnen dann nicht einfach gesagt, verzieht euch Jungs, ich habe eine Piratenlizenz? Frederick Ketch war kein Pirat. Aber er hat Ihnen seinen Kaperbrief gezeigt. Doch Sie haben ihn einfach zerrissen und ihn trotzdem gehängt. Ich frage mich gerade, ob das wirklich so war. War das früher oder gab es tatsächlich einen Kaperbrief, mit dem man legal andere Schiffe kapern durfte und wie hat es gerade hier so schön die Lady gesagt? Zerstören darf? Sie waren dabei, mir etwas über Captain Ketch zu erzählen. Bitte fahren Sie doch fort. Oh ja, er segelte unter Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, einem der größten Händler der elisabethanischen Epoche. 1568 war Frederick Ketch noch ein junger Mann und versah seinen Dienst an Bord der Jesus, Hawkins Flaggschiff. Sie segelten von England nach Afrika und dann über den wilden Atlantik zu diesen Inseln. Ketch sollte die Küste Englands niemals wiedersehen. Wieso ist Ketch nie wieder nach Hause gekommen? Weil die Spanier die Jesus durch Verrat versenken konnten. Sie sagten, Hawkins Flotte trieb Handel zwischen Afrika und Westindien. Womit hat er gehandelt? Schwarze Männer, mit keinem Hemd an. Sie müssen bedenken, Mr. Stobbart, das war im 16. Jahrhundert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Hawkins und Ketch Sklavenhändler und Piraten waren. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen erzählte, dass Hawkins außerdem ein strenggläubiger Mann war? Er transportierte Sklaven in einem Schiff, das nach Jesus Christus benannt war? Das macht ihn in meinen Augen zu einem Heuchler. Was ist aus Ketch geworden? Ist er umgekommen? Oh nein! Er konnte entkommen und kehrte hierher zurück, auf diese Insel, genau in dieses Haus. Das Frederick-Ketch-Gedenkmuseum. Was können Sie mir über Emily erzählen? Emily? Was geht Sie das denn an? Ihre Eltern wurden bei einem Taifun getötet. Als Ihre einzigen lebenden Verwandten haben wir die Bürde auf uns genommen, das Kind großzuziehen. Schön zu wissen, dass die gute alte Charité noch nicht tot ist. Die kenne ich nicht. War die auch an Bord bei dem Taifun? Mr. Stobbart redet nicht über eine Dame. Er gibt nur mit seinen Französischbröckchen und seinem Sarkasmus an. Was können Sie mir sonst noch über Emily erzählen? Wie können Sie es wagen, so in unseren Familienangelegenheiten herumzuschnüffeln? Ich weigere mich auch nur noch eine weitere Ihrer impertinenten Fragen zu beantworten.
Ah, ist ja gut. Ist das Ihre Katze? Ja, allerdings. Das ist Ruddles. Mögen Sie Katzen, Mr. Stobbart? Ja, natürlich. Ich liebe sie. Sie sind so süß mit ihren Krallen und ihren Reißzähnen. Ja, wirklich süß, nicht wahr? Keine Anbieterei. Bitte, Mina.